Komm, die Kamera ist an. Wir müssen uns jetzt hier benehmen und so tun, als ob wir regulär sind. Du bist ganz besonders regulär. So, guten Morgen, meine Lieben. Nochmal frohe Ostern, auch wenn ihr dieses Video seht, es ist nicht mehr Ostern. Wir waren schon gerade mit Smurfy spazieren. Smurfy hat ein neues Zeckenhalsband bekommen heute. Denn, das habe ich euch letzte Woche schon gezeigt, das Seresto-Halsband. Wir waren gestern im Wald spazieren und ihr glaubt nicht, wie viele Zecken der hatte. Also die, die sich festgebissen haben, das war dann nur eine, die waren dann zwar schon halb tot, aber die anderen, das war so eklig, die sind richtig auf ihm gekrabbelt, man hat das richtig gesehen und das war sehr widerlich. Und deswegen haben wir heute das neue Halsband drum gemacht. Hier ist es. Da. Und da schreibe ich mir jetzt drauf, wie lange das hält, sonst vergesse ich das. Ganz wichtig. Den Keks hier angegessen? Ich habe einen Keks angegessen. Das liegen lassen? Ja, weil ich es nicht mehr geschafft. Weil das bleibt dann liegen? Weil ich es vor Hunger nicht mehr ausgehalten habe heute Morgen. Da musste ich da ein bisschen abbrechen. Hättest du alles essen können? Nein, Kalorien einsparen. Ja, ehrlich jetzt. Ernsthaft? So, wir haben jetzt Mitte April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November. Also eigentlich für diese Zeckensaison. November 2020. Der Hund fragt, warum du nicht redest und sie kein Essen auf dem Boden stellt. Ja, ich mag ja Smurfy. Ich verhungern das Tier. Weil das Smurfy bekommt auch im Winter ein Zeckenhalsband um. Juli eine Zeckenphobie hat. Ja, aber richtig. Ich habe richtig Panik geschoben, als ich die Zecken da abkrabbeln sehen. Ich habe immer Panik, aber bei Zecken habe ich besondere Panik. So, dann. Wir mischen immer noch hier Barf mit Trockenfutter. Mit wir sind immer noch im Übergang. Barf mit Larven. Barf mit Larven. Genau. Möchtest du auch Wasser aufsetzen für irgendwas? Nee, danke. Ich trinke gleich erstmal unseren Frühstücksshake, den ich fabriziere. Ja. Das war das hier. So. Warte. Okay. Da ich weiß, dass einige von euch auch Hunde haben, würde ich euch gerne mal fragen, was schreckt denn die Zecken ab? Also das hier, das tötet die halt. Die kommen trotzdem auf den Körper, die Zecken von dem Hund oder auch bei uns, wenn sie dann wieder abgehen vom Hund und beißen sich fest. Aber es schreckt sie nicht ab. Aber es muss ja auch irgendwas geben, dass sie gar nicht erst kommen. Das wäre super, wenn ihr mir das mal in die Kommentare schreiben würdet. Ich habe euch doch letztens gezeigt, wie wir Pferdemist abgeholt haben. Und den haben wir noch nicht verteilt. Der ist jetzt seit vorgestern hier bei uns. Und den muss ich verteilen. Oder wir. Und das, obwohl Ostermontag ist, werde ich den jetzt hier mal grob unterbuddeln. Hier hinten ist ja alles noch nichts drin. Da wollen wir Kartoffeln reinmachen. Und ja, ich fange mal an. So, ich habe jetzt erstmal nur 4 Stück geholt. Und gucken, wie viel das so ist. Ja, für dich ist das ein Paradies, ne?
Leider hatten wir keinen Anhänger. Also wir hatten schon einen Anhänger, aber nicht so, dass wir den Mist da ohne Tüten hätten reintun können. So haben wir jetzt natürlich unnötig viel Plastik verbraucht. Ich wollte jetzt schon mal die Lasagne vorbereiten und das ist hier die Bolognese-Soße. Die hat der Bernd schon letzte Woche gekocht. Wir machen das immer so, dass er dann einen Riesentopf davon kocht und ich dann halt von dem Rest in Anführungsstrichen noch eine Lasagne machen kann. Die kochen wir genauso wie eine normale Bolognese, anstatt das Hackfleisch nehmen wir halt von der Rügenwalder Mühle das vegane Hackfleisch und ansonsten ist es alles gleiche, so mit Suppengrün und Rotwein ablöschen und ein Lorbeerblatt und ganz lange köcheln lassen. Dann für die Bechamelsoße, die mache ich jetzt gerade. Ich habe schon viele Sachen ausprobiert, viele Milchalternativen und Sahnealternativen und diese universelle Schlagcreme, das fokussiert gar nicht gerade, ne? Die universelle Schlagcreme von Schlagfix ist meiner Meinung nach am besten. Das sind immer 200 Milliliter. Ich habe jetzt drei Stück, also 600 Milliliter und dann ja, fülle ich das ungefähr auf 1,2 Liter auf, dass da halt die Hälfte Wasser ist. Ansonsten ist es sehr, sehr fettig. Aber halt auch sehr lecker, weil Fett natürlich auch ein Geschmacksträger ist. Wichtig ist, dass die ungesüßt ist. Wo steht es jetzt? Moment. Ich glaube, die andere ist, da steht einfach nur gesüßt drauf. Also wir nehmen immer die ungesüßte. Die kann man schlagen, die ist dann wie normale Sahne. Also nicht Sprühsahne, aber halt Schlagsahne. Wir kochen damit. Damit kann man halt echt voll viel machen. Für Milchreis nehme ich die auch. Da verdünne ich die auch zur Hälfte, weil die halt wirklich keinen Geschmack hat. Also so wie Sahne halt, Sahne am ähnlichsten und nicht, schmeckt nicht nach Hafer, nicht nach Soja, obwohl die halt auf Basis von Soja ist. Da ist halt Wasser, Palmkernöl, vollständig gehärtet, Dextrose, Stärke, da ist gar kein Soja drin. Was erzähle ich denn? Naja, sorry. Jedenfalls, die ist total lecker. Damit machen wir unsere Bechamelsoße. Ich mache immer zwei Lasagnen. Das ist dann für zwei Tage. Eine essen wir heute am Ostermontag, eine am Mittwoch. Die hier ist für mich und Bernd ohne Käse. Und die hier wird für Calvino. Da mache ich dann Käse mit rein. Das sind die Lasagneblätter. Normalerweise mache ich abwechselnd Spinat-Lasagne oder normale Lasagneblätter. Aber ich habe jetzt nur noch die normale. Deswegen, ja, gibt es halt die. So, hier habe ich jetzt noch einen Rest Margarine mit reingemacht. Aber normalerweise nehme ich die Pflanzencreme für die Bechamel. Ich fange jetzt an und ja, ihr dürft mir zuschauen. Die Bechamel mache ich so wie früher auch. Nur halt früher habe ich es mit Butter gemacht und jetzt mache ich es mit Pflanzencreme oder Margarine. Mal schon mal hier die Teller rein, die brauche ich gleich. Und für die Bechamel brauche ich gleich auch eine Teller. So. Jetzt kommt das Mehl hinzu. Ich mache das immer nach Auge. Ich habe da absolut keine Mengenangaben. Erstmal drei Esslöffel und dann mal gucken. Anschwitzen. Ich würde noch einen halben Esslöffel nehmen. Noch ein bisschen. Seht ihr? So. Und
warten halt, dass es aufkocht. Ganz wichtig finde ich immer ist Muskatnuss. Und da mache ich auch immer sehr viel dran, finde ich. Also ich habe jetzt hier eine ganze Muskatnuss und da ist bestimmt eine halbe dran, wenn nicht sogar mehr gleich. So viel ist jetzt noch übrig, also ja, fast eine halbe Muskatnuss. Dann Salz, mache ich auch so ein gutes Schüppchen Salz. Ist auch ne, 1,2 Liter, da brauchen wir ordentlich Salz. Die fängt jetzt an zu kochen langsam und wird auch schon ein bisschen dickflüssiger. Mal probieren. Hm. Mir schmeckt sie. Ich liebe ja Muskatnuss. Auch in Kartoffelpüree oder so. Total lecker. Super. Dann kann ich jetzt anfangen zu schichten. Als erstes mache ich immer eine Schicht Bolognese, damit die Platten da unten nicht anpappen auf dem Boden. Eine Balcanvino. Die kleine Form passt immer genau eine Platte rein. Und hier lege ich die immer versetzt. Scheibe Käse. So. Und jetzt lege ich die so versetzt. Ich bilde mir immer ein, dann hält das besser. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Also wenn man die dann nachher anschneidet, wenn die gebacken ist, dann warte ich immer noch so 10 Minuten, Viertelstunde, lasse die ein bisschen abkühlen, dann setzt die sich und dann kann man die schön schneiden und auf den Teller verteilen, ohne dass die sowieso flatschen auseinanderläuft. Dann hat man halt richtig schöne Stücke. So, und wieder versetzt. Die sind jetzt fertig vorbereitet. Ich lasse sie jetzt hier stehen, weil noch wollen wir ja nicht essen. Und dann schiebe ich die nachher einfach nur noch im Backofen. Ungefähr eine Stunde bei 190 Grad. Ich steche dann immer mit dem Messer ab und zu rein und schaue, ob die Platten halt schon weich gekocht sind. Pause machen wir nach oder was? Besser ist, oder? Weiß ich nicht, gucken wir jetzt den Film weiter beim Essen. Von mir aus? Ja, können wir auch weiter gucken beim Essen. An unserem Gammeltag. Ja, wollte nur die Lasagne präsentieren. Was kommt nach dem Essen? Richtig, Küche aufräumen, Spülmaschine leerräumen und alles wieder einräumen. Und derweil ich das mache, saugt unser Sauger. Das muss ich nicht selber machen. Es ist spät am Abend und es gibt Mikrowellen-Popcorn und wir gucken Robin Hood. Und ich glaube, ich drehe morgen den Vlog noch weiter, weil ich heute nicht so viel gefilmt habe. Also bis morgen. Oh, Baby! Was ist los? Ja, ich habe keine Paprika gekriegt, Kirschpaprika und so. Okay. So wer drüben noch holen. Hallo. Oh, Scheiße. So, guten Morgen! Ist alles unscharf hier. Ja, tut man weg, ne? Ja. Unser Pizzastein. Den lege ich jetzt auf den Tisch. Ja. Während wir einkaufen, nicht wenig. So, es gibt diese Tüte Futter und diese ganzen Tüten. Wie viel hast du ausgegeben? 108 Euro. 108 Euro. Mal die anderen. Noch mehr? Ja. Okay, dann räume ich schon mal aus. Pass auf den Hund auf. Ja, ich passe auf den Hund auf. besser haben als brauchen, sagt er. Aber wir haben halt auch viel wieder auf Vorrat geholt. Sowas wie Gefrierbeutel und sowas. Ihr wisst ja, wir haben immer einen großen Vorrat. Und den musste man jetzt halt mal wieder auffüllen. Auspackbrötchen, viele, wie lange sind die denn haltbar? Bis 2. Mai. Sehr viele.
Ja, komm jetzt, Murphy. Komm. Noch mehr Wasser im Auto, das schleppe ich jetzt aber nicht. Nein. Hoch. Ja, drei Packungen Wasser geholt. Und hier. Rotbadmischung. Ja. Das, was wochenlang ausverkauft war. Und ich keine Süßigkeiten geholt. Weil ja. Arsch zu fett. Ja. Wird dir helfen. Hinten, ne? Ja. Wo ist die Pumpe fürs Wasserbett? Im Keller. Radieschen und Tomaten. Porree für die serbische Bohnensuppe, die ich diese Woche mache. Eine Rohrzange. Ja, weil wir meine gesucht haben. Für 1,99 war die im Riesen, habe ich gesagt. Kann man sich leisten. Packen wir unten jetzt rein sofort und wenn ich sie nächstes Mal brauche, muss ich erst zum Laden fahren. Ja, Bohnen, Princess Bohnen, die wollten wir diese Woche noch mit Bratkartoffeln machen. Dann jede Menge Tiefkühlfrüchte für unseren Shake, den ich gleich noch machen muss. Ah, und 8 Kräuter brauchen wir auch immer für Kräuterbutter, nehmen wir das. Und wenn wir unsere Avocado Kräutercreme machen, diese gesunde Kräuterbutter, die wir immer machen. Ja, das ist auch okay. Was hast du gekriegt? Ja, 8 Kräuter. Mein letzten Mal habe ich mal mit. Ja. Du meinst, Smurfy, runter da. Kidneybohnen hast du geholt, Mais, das kommt doch rüber. Ja. Dann packe ich das hier in die Ikea-Tüte, was Vorrat ist. Wenn du heute das Wasserbett abmachen, hast du da Lust zu und Zeit, oder? Zeit habe ich. Lust nicht, aber ja, können aber wir dann machen. Haben wir es weg. Ja. Heute ist ja eh kein schönes Wetter. Das kommt alles rüber. Ja. Lass uns das so jetzt direkt machen mit dem Wasserbett. Ja. Dann haben wir, dann können wir da drüben aufräumen, alles ordentlich hinstellen. Ja. Schön. Weißt du, wo die Pumpe ist? Ja, im Keller. Die hole ich dann gleich hoch. Okay, Fairtrade-Bananen geleistet. Andere hatten wir nicht, aber eine Kiste. Okay. Deswegen habe ich da auch ein paar geholt. Ja. Und dem Aldi noch dann ein paar. Ist alles ausverkauft. Bernd sagt, es war die Hölle los im Supermarkt. Ja, haben wir gesagt, die Verkäufer. Ja, es war halt alles leer gekauft. Schon. Obwohl Bernd jetzt extra morgens gegangen ist. Aber guck mal, ja? Ein Stück Pfannen hier Muskelfleisch gegeben. Ja. Da hat er jetzt dran geleckt, der ist die Zunge kleben geblieben. Oh, der Arme. Aber er sagt, er isst trotzdem auf, bevor, ne? Bevor es verkocht. Es verrottet. Beim nächsten Mal hätte er es aber gerne. Ja? Angebraten. Mit einem Kilo Kartoffeln dabei. Ich lieber doch mit einem Kilo mehr Fleisch. Mehr ist auch, aber Kilo Kartoffeln. So, guck mal, das haben wir ja auch noch, ne? Das Schwarzbrot. Ja. Gut, dass ich das nicht geholt habe. Habe ich schon in der Hand gehabt. Ja. Dann füllen wir das ein. Da hätte ich voll Bock gleich drauf zum Frühstück. Ja, schön mit hier Creme Vega. Ja. So ein Sellerie, ja, für die serbische Bohnensuppe. Ich wusste jetzt nicht hier mit Möhren. Ja, und war richtig. Blüh gestrichen und nochmal aufgeschrieben, habe ich es mitgebracht. Ja, weil wir doch jetzt uns spontan entschieden haben, die serbische Bohnensuppe zu machen. Okay, Schnäuzchen, Achtung. Das Grün von den Möhren komplett ab. Machst du das dann rein? In so einen Trichter, nicht Trichter. Messbecher. Haben wir keinen mehr hier. Und hier, den, wo die Möhren jetzt drin sind. Vielleicht passt da ja noch. Und kannst du auch welche draußen lassen? Ich koche ja heute auch die serbische Bohnensuppe damit. Viele? Dann gehe ich jetzt eben in den Keller und hole die Pumpe fürs Wasserbett. So, hier müsste die Pumpe sein. Kann nicht weit sein. Da oben ist sie doch. Da ist die Pumpe fürs Wasserbett. Zumindest der Schlauch. Ja. Ich weiß nicht, irgendwie macht man das doch mit einer Bohrmaschine oder so, ne? Air Extractor.
Keine Ahnung. Der Bernd weiß bestimmt, wie das geht. Ich hab deine Dinge von zusammengepackt jetzt hier rein, ne? Und dann die Säfte da rein. Hier. Danke. Und ich habe das geholt. Und was auch immer ein Air-Extraktor ist. Also ein Luftrausholer ist schon klar, aber. So, ja, das Wasserbett. Ja. Luft daraus. Muss man da eine Bohrmaschine oder so? Ja. Hast du nicht mitgebracht? Nö. Du bist so wunderschön. Ja, okay. Ja, es kommt. Das ist sogar sauber. Das Wasser. Ja, ich kann kommen. Warte, das läuft ja jetzt hier. Was kann ich dir helfen? Da hinten drücken. Da hinten drücken? Ja, draufsetzen oder so. Ich mach erstmal vorsichtig, ne? So, ich drücke. Also das Wasserbett abpumpen, das dauert doch echt länger als gedacht. Wir haben jetzt ungefähr eine Stunde, anderthalb gebraucht und die eine Matratze ist erst leer. Und Bernd ist dann halt die ganze Zeit an der Matratze mit der Bohrmaschine. Und ich bin im Badezimmer und gucke, ob Wasser kommt. Weil manchmal kommt das dann nicht mehr und dann muss man die Matratze so ein Stück aufrollen und dass wieder Druck entsteht. Und ja, das ist schon echt langwierig. Hätte ich nicht gedacht. Und wir werden heute bestimmt den ganzen Tag damit verbringen, das abzubauen und in den Keller zu räumen und sowas alles. Und dann haben wir überlegt, ob wir nicht auch direkt dann anfangen sollen, das Schlafzimmer zu streichen. Weil Farbe haben wir noch im Keller. Aber das entscheiden wir dann morgen spontan. Und jetzt machen wir gerade Pause nach der ersten unerwarteten langen Wasserentlassung der Matratze und machen jetzt erstmal hier Frühstück. Ich mache Rührei. Der Bernd hat hier schon das ganze Gemüse geschnibbelt. Und jetzt gibt es erstmal ein spätes Frühstück. Und ich werde das Video jetzt hier beenden. Und dann werdet ihr ja im nächsten Vlog sehen, wie es weitergeht. Im Moment ist überall Chaos, denn man macht ja erst Chaos, bevor es ordentlich aussieht. Also im Wohnzimmer habe ich die Betten abgezogen und alles abgesaugt. Und im Schlafzimmer ist jetzt sowieso das Mega-Chaos. Im nächsten Video geht es weiter. Ich danke euch fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!